Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir, wie ihr schon am Titel erkennen konntet, was komplett anderes, was ich so, glaube ich, noch nie gemacht habe, wenn dann mal in einem Livestream, aber als Video auf jeden Fall nicht. Und zwar reagiere auf Formel 1 Gaming Videos von YouTubern. Das Video hat der gute Patrick vor ungefähr einer Woche hochgeladen und wie man hier auch schon sehen kann, komme auch ich darin vor und deshalb haben sich viele von euch gewünscht, unter so gut wie jedem Video, was ich in letzter Zeit hochgeladen habe, dass ich mal darauf reagiere, also ich reagiere auf seine Reaction sozusagen. Perfekt, was kann da schon schief gehen? Behaltet bitte im Hinterkopf, dass ich sowas noch nie gemacht habe. Ich bin da kein Experte drin. Aber ich muss zugeben, persönlich schaue ich mir selber gerne Reactions an von anderen YouTubern. Das ist irgendwie cool. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß gar nicht, was da so den Reiz ausmacht, aber es ist auf jeden Fall cool. Und von daher hoffe ich mal, dass euch das Video hier gefallen wird. Zuallererst werfen wir mal einen Blick in die Kommentare dieses Videos und schauen mal, was die Leute so darüber denken. Oh, da sind direkt mal ziemlich viele Kommentare über mich. Kannst du mal was mit KMG machen? Ist sogar der meistgelikte Kommentar. Lass mal auch mal einen Daumen hoch da, warum nicht? Da muss ich fairerweise dazu sagen, das ist, glaube ich, bisher so ein bisschen mehr an mir gescheitert als an Patrick. Er hat mich öfter schon mal angeschrieben und wir haben auch schon mal so ein bisschen Kontakt gehabt über Insta. Das ist aber mehr an mir gescheitert, weil, ich weiß nicht, wir kennen uns halt nicht. Und ich bin immer ziemlich seltsam, wenn ich Leute nicht kenne, wenn ihr versteht. Und ich habe da immer so ein bisschen Angst, dass das dann einfach ein bisschen weird wird, weil man nicht so gut harmoniert. Und deshalb ist das bisher noch nicht passiert, aber wenn ihr da Bock drauf hättet, dass wir beide mal ein Video machen, dann schreibt das gerne in die Kommentare und dann denke ich, wären wir da auf jeden Fall beide für offen. Danke, dass Kai auch dabei war, ja, finde ich auch gut. Und ich meine, wenn ein Video so anfängt, mit so einem Anblick, dann kann da, glaube ich, nicht mehr viel schief gehen. Ja, aber also insgesamt ziemlich positiv alles. Oh, viele Kommentare über mich. Also, das ist die Kai-Army ist am Start auf jeden Fall. Das beste Video von dir, vor allem mit Paluten und Kai, einfach funny. Sehr, sehr cool, ja, sehr, sehr cool. Viele positive Kommentare, auch die Bewertungen können sich sehen lassen. Das ist sehr, sehr gut und ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Wenn ich irgendeinen Einwand habe, dann pausieren wir das Video einfach und ich sag da was zu, wie man das halt kennt von einer Reaction. Let's go. Ich bin mal gespannt, was da direkt auf uns wartet hier am Anfang. Wir müssen hart über den Kopf. Rein, ja! Da ist mein Frontflügel. Paluten, muss ich sagen. Paluten auch absolute Legende. Den habe ich früher echt gerne geguckt. Früher war ich so ein bisschen mehr auf so einem Minecraft-Trip noch. Ich habe Minecraft nie selber gespielt, aber ich habe die Videos damals echt gerne geguckt. Und da war der immer echt cool. Und die Formel 1-Videos von dem, die sind sowieso legendär. Fahren kann er zwar nicht, aber es ist auf jeden Fall verdammt lustig. Heute zu einem kleinen Special. Ich mache so oft Specials, aber heute schauen wir gemeinsam mal ein bisschen Videos an. Und zwar habe ich euch ja gefragt, soll ich mal auf andere Formel 1 YouTuber reagieren und mir mal andere Formel 1 YouTuber anschauen? Gute Idee eigentlich, muss ich sagen. Denn es haben ja über 3000 Leute gestimmt, dass wir uns mal hier YouTube-Videos anschauen von anderen Leuten. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Ihr habt ordentlich kommentiert. Die Leute wissen, was gut ist, ne? Die wissen, was gut ist. ja, mal schauen. Ich bin mal gespannt, was er auch zu meinen Videos sagen wird. Ich habe das Video noch nicht gesehen, möchte ich vorweg noch sagen. Ich habe so ein bisschen mal durchgeskippt und mal reingeschaut, aber ich weiß nicht, was er da über mich sagen wird oder was auch immer. Vielleicht werde ich jetzt hier auch gleich in Grund und Boden gehatet. Man weiß es nicht. Es könnte passieren. Der erste Kommentar ist KMG Folge 73. Dann machen wir das 73. Mal. Karrierefolge über 100. Ah. Und ich habe das war ein geiles Video. Das Videos war ein geiles auf meinem Kanal insgesamt. So, wir schauen mal rein. Ab geht's. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. Wir sind heute beim 7. Rennen unserer 4. Saison und zwar bei einem der Saison-Highlights. Er nimmt ja mit so einem Mikro auf, direkt vorm Lenkrad. Also, ich zum Beispiel habe hier mein Mikro, weil mich stört es einfach, wenn hier irgendwas vor meinem Lenkrad hängt und ich kann nicht ordentlich lenken. Und er hat einfach sein Mikro direkt vor seinem Lenkrad und hat ganz süße blaue Kopfhörer noch auf. Wenn man mal so, meine Kopfhörer sind einfach riesig im Vergleich zu sagen. Die Kopfhörer sind echt geil, aber die sind mittlerweile leider kaputt gegangen, deswegen habe ich hier nur noch die hier. Sieht aber auch wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Ja, zu dem Mikro, da hat er recht. Mich stört das auch, wenn das hier ist immer. Aber so ist der Sound halt einfach besser. Und das nehme ich gerne in Kauf, dass das vielleicht ein bisschen im Weg ist. Beim Fahren behindert es mich jetzt nicht großartig, würde ich sagen. Und die Qualität ist halt dafür, finde ich, echt gut. Und deshalb habe ich das da immer direkt vor mir. Er ist halt wirklich so ein Spezialist für Karrierevideos. Also ich bin das überhaupt gar nicht. Ich mache Karriere so selten. Ich fahre lieber Ligarennen und so Sachen.
letzte Kurve. Ich habe versucht, alles rauszuholen. Und das zeigt sich auch am Delta. 1,9, fast 2 Sekunden war das schneller. Als unser erster Versuch war das genug für einen Einzug in das zweite Qualifying. Oh, German! Gut geschnitten, muss ich sagen. Ja, wow, mit diesen Zooms immer. Fast eine halbe Sekunde vor Verstappen auf dem zweiten Platz. Ah, jetzt ist er hart konzentriert jetzt. Hart konzentriert fährt jetzt die Runde. Schaut euch das Gesicht an. Jetzt plötzlich richtig. Schaut's euch nicht an. Schaut's euch lieber nicht an. Ja, da muss ich sagen, im Qualifying bin ich immer voll in meinem Film. Das sieht man auch in meinem Gesicht. Da bin ich ja also. Ja, sympathischer Gesichtsausdruck auf jeden Fall. Ja, im Qualifying gebe ich echt alles. Und während der Rennen auch. Also im Rennen, wenn ich nicht gerade am Reden bin und irgendwas passiert, dann sieht das wahrscheinlich genauso aus. Ich weiß nicht. Ich fühle das einfach so ein bisschen. Keine Ahnung, warum ich da so schaue, aber so ist das halt. Tunnelblick. Jetzt voll fokussiert, so Qualifying 1 und 2, so wow, und jetzt fahren wir hier die letzte Kurve. Und hier so ganze Runde so maximal konzentriert. Da kommen die 5 roten Lichter und es geht los. Wir müssen jetzt natürlich am Start so aggressiv sein wie selten zuvor. Das wird mit Abstand, wow, unsere beste Chance, um ein paar Plätze gut zu machen. Wir sind sehr nah dran, das wird unfassbar eng hier. Wir müssen hart über den Curb, und dann ist da einfach kein Platz für 2 Autos am Ausgang der Kurve. Aber im Qualifying war er wirklich maximal fokussiert, da hat er wirklich richtig so krass Konzentration. Und jetzt, man sieht, dass er immer kommentiert, immer so an ein paar Stellen, wo er denkt, ah, jetzt kann ich nochmal was erzählen, dann redet er. Und ich glaube, der Rest der Runde ist er richtig fokussiert wieder. Und er hat immer so ein paar Stellen, wo er dann denkt, ah, jetzt kann ich nochmal. Und dann schneidet er genau die Stellen kurz rein. Das sind dann 2 Kurven oder so. Und dann kommt Cut, nächste Runde. Cut, nächste Runde. Genau, das habe ich ja selber gerade gesagt. Während ich nicht rede, bin ich im Rennen genauso konzentriert wie im Qualifying. Ich stimme ihm nicht ganz dazu, dass ich nur darauf achte, an welcher Stelle man gerade reden kann. Ich versuche auch tatsächlich so ein bisschen immer an verschiedenen Stellen was zu sagen. Also klar, ich meine, wenn was passiert, dann muss man sowieso was sagen. Dann klar, aber so Dinge wie... Weiß nicht, was sage ich denn immer, wie die Reifen aussehen zum Beispiel. Das versuche ich immer an der Stelle der Strecke zu machen, die vielleicht noch nicht so oft im Video war. Ich weiß nicht, ob das so auffällt, aber ja, ich versuche dann so halt einfach, dass möglichst viel von der Strecke immer zu sehen ist während des Rennens und sich nicht das ganze Rennen immer nur auf der Stadtzielgerade abspielt oder so. Ja, aber sonst hat er recht, ja. Wie gesagt, ich rede halt immer ein bisschen was. Ihr kennt ja meine Videos. Ich sag ein bisschen was und dann fahre ich wieder normal weiter. Ja, das stimmt. Ist aber, finde ich, auch nicht verwerflich. Ich finde das so ganz cool, weil das einfach das Ganze ein bisschen spannender macht. Ich meine, so ein Rennen an sich ist, also mindestens die Hälfte so eines Rennens ist ja an sich nicht interessant. Da fährt man halt einfach nur. Und deshalb habe ich das schon immer so gemacht, dass ich einfach die spannendsten Sachen zusammenschneide und ich finde das nach wie vor mega cool so. Dass er das so durchzieht und vor allem, er fährt 50% Saison und haut fast jeden Tag so ein Video raus. Das ist echt krank viel Arbeit. So, Freunde, als nächstes schauen wir uns Dave Gaming an. Schauen wir mal rein in Dave gegen die Welt, heißt es, glaube ich. Los geht's. Moin, meine Lieben, und willkommen zu einem kleinen Dave vs. die Welt, heute im Williams. Ich finde den Kontrast zwischen mir und Dave so krass. Ich immer so voll aufgedreht in meinen Videos und er so ganz entspannt. Moin, moin. Es ist krass, wie verschieden da die Leute sind. Hat so seine Standard-Intros. Also ich zum Beispiel sag immer so, hallo zusammen zu diesem neuen Video. Kai zum Beispiel sagt immer, was geht Leute? Dave macht immer, moin moin ihr Lieben. Oder zum Beispiel Feel Racing, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. TRL Limitless. Und zwar wird er bestimmt sagen, yo, JD hier. Yo, JD hier, TRL Limitless. And as you can see. Der ist auch krass, Limitless. Von dem habe ich mir damals in, was war das, F1 2017 oder 18, da hat er immer so Setup-Videos gemacht. Ich weiß gar nicht, was der mittlerweile macht, ob er das noch macht. Aber die waren immer sau cool. Das waren echt gute Setups. Die habe ich mir damals immer geklaut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was der mittlerweile macht. Ich bin da nicht mehr so auf dem Laufenden, ehrlich gesagt. Er stellt den Timer. Jetzt haben wir den Timer. Ah, nice, jawohl, man. Da ist der Timer. Dann warte ich jetzt noch 2-3 Sekunden, bereite mich schon vor. Und jetzt geht's und los. Auf die Strecke. Also Dave macht seine Videos immer sehr, er ist ganz anders wie Kai MG. Er macht alles sehr ruhig. Och, so, ja, lenkt man mal ein bisschen. Habe ich selber so gesagt gerade. Ja, sehr, sehr ruhig, gefällt mir. Ganz anderer Stil. Ich glaube, er hat auch ein ganz anderes Publikum. Runde 21.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, man muss dazu sagen, Dave ist im deutschen Raum auf jeden Fall so der Größte, der nur, oder der auf jeden Fall hauptsächlich Formel 1 macht. Es gibt Pietsmeet, die machen das manchmal noch, klar, aber jetzt nicht so hauptsächlich Paluten, den wir vorhin ja schon hatten. Aber was wirklich nur Formel 1 angeht, ist Dave schon der Krasseste. Und von daher zeigt das ja auch, dass ja, dass das nicht schlecht ist, was er da macht. Ich finde das ein bisschen interessant, wie er die ganzen Sachen hier angeordnet hat. Das verwirrt mich komplett. Ich habe meins da ja mehr oder weniger so gelassen, wie es ursprünglich war. Ich finde das auch so übersichtlich, aber wenn es ihm so gefällt, dann hey, warum nicht? 20. Timer ist vorbei. Timer ist abgelaufen. Jetzt hat er nur noch die eine Runde. Ja, und er haut nochmal. Nee, er schafft's nicht. Nee. Oh. Beste Zeit. Fühl ich die Reaktion, aber komplett. Wir haben ja auch letztens so ein Hotlap-Video gemacht, also so ein Zeitfahr-Video. Da war ich auch ziemlich, da ist man voll konzentriert. Und wenn man verkackt, dann ist man auf jeden Fall enttäuscht. Ich glaube, ich kenne diese Serie von Dave nicht, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, er stellt sich halt einen Timer und während der Zeit kann er dann die Runde schlagen oder so. Das habe ich ja anders gemacht. Ich habe mir da einfach Zeit gelassen, bis wir es schaffen. Aber so ist es auf jeden Fall auch interessant. Da hat man noch ein bisschen mehr Druck, weil man halt nur eine gewisse Zeit hat, um das zu schaffen. Ich finde, das mit dem Timer ist eine gute Idee. Ist eine sehr, sehr coole Idee. Dann kann er das auch während dem Stream so machen und sagen, ja komm, Leute, wir haben 45 Minuten, geben wir uns. Weil ich sitze manchmal auch so 2 Stunden da und sage, ach komm, ich will es unbedingt schaffen. Ja, so war es bei mir auch bei dem Australien-Video. Ja, haben wir nicht geschafft, aber trotzdem 1:49 haben wir geknackt. Finde ich gut. Ist nicht verkehrt, so. Ja. Ist nicht verkehrt, macht's auch ein bisschen spannender halt, aber ich bin da halt schon immer so ehrgeizig, dass ich das auf jeden Fall schaffen will. Von daher, ich wäre glaube ich nicht so ganz zufrieden, wenn man so ein Video macht und es dann aber nicht schafft tatsächlich, so ganz knapp. Die Zeit muss ich aber sagen, das kann sich sehen lassen, 1:45 in dem Williams. Also fahrerisch muss ich eh sagen, die beiden, sowohl Patrick als auch Dave, da bin ich glaube ich meilenweit hinterher. Aber ja, mir geht's auch nicht darum zu zeigen, dass ich der Krasseste bin, das war noch nie so. Ich will einfach unterhalten mit meinen Videos und ich hoffe mal, dass ich das ganz gut hinbekomme meistens, aber fahrerisch, da glaube ich, mache ich nicht viel gegen die beiden. Das war Dave, Frontflügel beim ersten Rennen komplett zerstört. F1 2020 gut. Mit Lenkrad. Paluten, oh ist immer so legendär. Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Rennen von Formel 1 2020. Meine Damen und Herren, ich habe am heutigen Tag mein eigenes Formel 1 Team gegründet. Ich bin nicht nur Besitzer dieses... Sympathisches Lenkrad aber. Genau das gleiche habe ich auch. Und ich finde das auch echt gut. Viele schreiben mir immer, hol dir doch ein Fanatec oder was weiß ich. Das ist glaube ich so eins, was... das ist glaube ich ein Fanatec Lenkrad, was Patrick da hat. Aber ich... Keine Ahnung. Mir reicht das. Das ist ein gutes Lenkrad. Ich kann damit machen, was ich will. Ich kann damit gut umgehen. Und von daher sehe ich gar nicht den Sinn drin, da so viel Geld für ein neues auszugeben. Also besser fahren würde ich dadurch glaube ich auch nicht. Formel 1 Teams, sondern auch Fahrer. Das bedeutet, es wird chaotisch. Ich muss sagen, es wird chaotisch. Also ich kann mir das gar nicht so lange anschauen. Ich meine, natürlich haben sie den besten Fahrer der Welt hier. Da sind wir weit rausgekommen. Das ist jetzt ein richtiger Fun-Gamer. Da verliert Platz 9. Also halt. Und ja, ich sitze wie ein Affe auf dem Schleifstein. Ich müsste wahrscheinlich eher so sitzen. Aber das. Er sitzt wie ein Affe auf dem Schleifstein. Wie gut, er hat einfach direkt gecuttet, schaut euch das an. Er fährt einfach los und dann kommt ein Cut. DRS activated, da ist ja auch noch so ERS. Die Chancen sehen und nutzen. Und dann auch hier, weißt du, wie so eine Anaconda zuzuschlagen. Guter Start. Ja, danke. Ja, es ist halt, das darf man halt nicht so, er spielt das halt wirklich nur zur Unterhaltung. Und ich glaube, der weiß auch selber, dass das nicht gut ist. Aber ich finde sowas cool. Wie gesagt, mir geht's gar nicht darum, wenn ich mir ein Video anschaue, ob derjenige jetzt mega gut fahren kann. Klar, man sollte schon halbwegs um die Strecke kommen, aber ob das jetzt voll auf E-Sport-Niveau ist oder einfach nur so aus Spaß, das finde ich, macht das Video nicht besser oder schlechter. Also Albion hole ich nicht mehr. Ich versuche jetzt Albion. Albion holt er nicht mehr. Oh mein Gott. Ich kann nicht, richtig. Was ist das hier? Jetzt ist hier alles kaputt. Komm, rein. Da ist mein Frontflügel. Hat er mich noch überholt? Fahrer des Tages. Da ist mein Frontflügel. Wir haben schon. Das kann man sich schon mal geben, aber. Oh, puh. Okay, also dann schauen wir jetzt als nächstes Eye Contrast. 4 Millionen Abos einfach. Not to love. Okay. Wie heißt der? Wie heißt der YouTuber, wo der gerade hin ist? Eye Contrast? Ich glaube echt, kenne ich gar nicht, muss ich zugeben. Okay. Kenne ich gar nicht. Aber solche Videos sind geil. Immer solche Meme, Zusammenschnitte, so völlig random. Da kenne ich auch einen guten. Kann ich euch gleich mal empfehlen am Ende, wenn ich dran denke. Also sowas finde ich geil. Wenn das gut gemacht ist, dann ist das richtig witzig.
normales Online-Rennen, glaube ich. Ist das versaut? Würde ich so behaupten. Ihr da reinschneidet. Okay, ich habe gelacht kurz. Ich musste ganz kurz lachen, als der Flügel da unten rauskam. There's no controllers available! Yep, that's me. Ich muss sagen, bei sowas frage ich mich immer, was muss man nehmen, um auf sowas zu kommen, sowas da reinzuschneiden. Das ist so, wie kreativ manche Leute da sind, das ist schon heftig. Also, krass, krass. Heck of an Impact. Der war gut. Wir könnten theoretisch mal die allererste Folge von Dena anschauen. Ich habe noch kein einziges Video geschaut. Stimmt, Dena gibt's auch. Habe ich auch manchmal. Habe ich mir ein paar Folgen mal angeschaut sogar. DRS, oh Gott, ich darf mir nicht so viel solche Sachen anschauen, sonst werde ich... Wir schließen auch noch Latifi, aber nicht genug. Das schlägt ja auf mich über. Wir schauen jetzt noch viel Racing. Er reagiert auf Daves Welt-Challenge mit Zeitenjagd und ich reagiere dann auf beide wieder. Das war auch frech. Und ich reagiere auf Patrick, wie er auf ihn reagiert, der auf Dave reagiert, oder? Perfekt. Was kann da schon schief gehen? Ungültige Rundenzeit, wieso? Was mache ich denn da? Das war eine Top-Durchfahrt von dieser Schikane danach. Genauso wie ich. Ich war echt auch kurz davor zu heulen, fast übertrieben gesagt jetzt, bei dem Video, was wir da letztens gemacht haben. Das ist, fühle ich, die Reaktion. Gleich hat zu weinen. Man muss einfach nur mal eine gültige Runde fahren. Ist das denn so schwierig? Das kann doch nicht sein. 1-0. Okay, ich muss es tatsächlich nochmal angucken. Oha, was war das denn für eine Durchfahrt? Das fand ich aber auch gut. Eine Durchfahrt. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ey, das war eine Top-Durchfahrt von dieser Schikane da nach dem ersten Sektor. Sehr, sehr cool. Der Gesichtsausdruck, der war klasse. Stimmt, Bro. Oha. Er sieht aus wie so ein kleines Kind. Jo, Leute, das war das kleine React auf F1-Videos und F1-YouTuber. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooles Video, muss ich sagen. Da lassen wir auch mal auf jeden Fall ein Like da. Falls ihr Patrick nicht kennt, checkt ihn auf jeden Fall unbedingt mal aus für Formel-1-Videos. Sehr, sehr cooles Video. Hat mir sehr gefallen, auch sympathisch reagiert auf alles. Auch das, was er zu mir alles gesagt hat, kann ich nicht widersprechen. Hatte er vollkommen recht. Eine Sache möchte ich noch empfehlen. Und zwar diesen Meme-Typ, den ich vorhin erwähnt habe. Hier. Da müsst ihr mal vorbeischauen. Wenn ihr auf so Meme-Sachen steht, was Besseres gibt's, glaube ich, da fast nicht. Und dann war's das auch schon von diesem kleinen Reaction-Video hier. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von sowas haltet. Und dann können wir das vielleicht öfter mal machen. Keine Angst, ich werde jetzt nicht zu irgendeinem Reaction-Kanal. Aber vor allem finde ich, wenn ich in dem Video vorkomme und Leute da was zu mir sagen, dann ist das ganz interessant. Und wie gesagt, wie am Anfang schon erwähnt, viele von euch haben sich das gewünscht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.